Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Skyrim 2022 Mods. Lasst mich kurz einen Schluck Cola einschenken. In der letzten Folge habe ich noch gesagt, auch wie ungesund das Zeug ist, aber ich kann es einfach nicht lassen, Freunde. Trinkt keine Cola. In der letzten Folge, Freunde, sind wir ins Ustengrab reingegangen. Ja? Dritte Prüfung der Graubärte, der alten Säcke. Ist wahrscheinlich hier irgendein Seniorenheim oder so. Ich soll für die das auskundschaften oder keine Ahnung, was hier noch passiert. Aber wir müssen weiter vordringen. Wir sind schon ganz gut vorangekommen, aber es ist natürlich einfach wieder so groß alles. So. Aber ich bin beruhigt, dass es hier erstmal nicht weitergeht. Und da unten haben wir, glaube ich, alles abklabautert. Hüpfen wir hier rüber. Guck mal hier. Guck mal, ja, sportlich, der Gungnir, hä? Ja. Springt hier überall lang, aber hier ist nichts. Hier haben wir noch eine Ader. Silbererzader. Komm, lass mal schürfen. Stecken wir uns ein paar Steinchen ein. Silbererz. Traumhaft. Rauer Amethyst. Wunderbar. Und das war's, Freunde. Okay, wir müssen wieder hoch. Oh, überall der Dunst hier, aber ekelhaft. Hier, das Vieh haben wir in der letzten Folge niedergeprügelt hier. Boah, ekelhaft. Ekelig. Ekelig. So, und die Frage ist, sind wir von hier gekommen? Ja, ne? Und hier geht's weiter hoch. Ja. Ja. Komm, wir müssen dahin irgendwie. Aber das ist doch irgendwie das Krasse. Ich glaube, wir müssen da bestimmt rüber. Hinüber. Der ist nicht hinüber. Und der erwacht gleich zum Leben. Oder oben ist noch einer. Fuck. Komm, dann nehmen wir ihn hier erstmal. Speichern. Nice. Von seinem Thron geprügelt. Schwacher Trank, leichte Rüstung verstärken. Der steht doch schon wieder auf so einer Falle. Wetten? Oh. Das Skelett ist in die Flammen gestapft. Sehr schön. Okay, doch keine Falle. Schwacher Wundertrunk der Magiker. Nehmen wir. Nehmen wir alles. Oh, ist das jetzt verkohlt? Das ist verkohlt. Nordpfeile nehmen wir mit. Okay. Hier noch was. Da oben geht's noch lang. Am Ende müssen wir da rüber. Was ist hier? Liegt der gerade auf... Okay. Ja, ich hab's verstanden. Ich brenne. Aber warum? Egal. Trollschädel, Alter. 30 Karat Granat, 10 Karat Granat, winziger Seelenstein. Check hier nur ganz kurz ab, Freunde. Wir gehen hier gleich in die andere Richtung wieder. Nur ganz kurz gucken. Da ist ein Buch und da kann ich irgendwas lernen. Aber ich komme da nicht hin von hier. Scheiße. Da muss ich noch hin. Okay.
das ist eine Truhe. Die Septime nehmen wir mit. Hm. Na gut. Komme ich da... Ich vergesse doch wieder. Wie komme ich da auf die andere Seite? Hier ist keine Tür, ne? Nee. Hier ist keine Tür. Da muss ich irgendwie nochmal hin. Okay. Gut, dann gehen wir wieder zurück. So. Da geht's noch irgendwo hin. Mann! Hör auf, so verwinkelt zu sein, Skyrim. Hör auf, lass es. Ich will mich nicht drücken, in die andere Richtung zu gehen. Ganz und gar nicht. Kann ich hier ziehen? Nee. Oh. Jumpscare! Bam, Junge. Bam, Junge. Oh. Huch. Habe ich ihn enthauptet? War ich das? Was haben wir denn hier? Eine neue Nordausgrabungsstätte. Während eines Kampfes? Wieso? Ach, hier ist irgendwo noch ein Gegner. Ach, wo ist der? Ein verirrtes Skelett oder was? Tatsächlich. Du kleiner Pimmel. Mann, Abgang. Die Nordausgrabungsstätte nehme ich natürlich mit, Freunde. Aber natürlich. Ausdauer regeneriert sich jetzt wieder langsamer wegen Baden und so. Zwei Fragmente, einen Schlüsselstein gefunden. Ausgrabungsstelle ist erschöpft. Deine Archäologiefertigkeit ist nun 4. Da kann ich gerade mal gucken. Das war hier, neue Fertigkeiten. Ausgrabung, ist das vielleicht Archäologie? Ja, da sind wir bei 4. Schauflerrang. Aber erfordert 20, aber ich habe hier... Hatte ich schon alle Perk-Punkte ausgegeben? Oder kriege ich hier extra Perk-Punkte? Egal, okay. Verdammt. Kann ich hier noch ziehen? Ja. Okay. Großer Seelenstein. Schwacher Trank. Zerstörung verstärken. So. Okay. Ja. Kommen wir hier noch rein. Karte der Baumeister. Komm, nehmen wir auch mit. Ich werde wahrscheinlich niemals ein Kartenset zusammenkriegen. Aber vielleicht ja doch. Okay. So, nun gut. Hier geht's dann vielleicht wieder zurück, oder was? Wahrscheinlich. Das heißt, wir gehen erstmal wieder da lang und jetzt gehen wir endlich über die Brücke. Ich weiß doch, Freunde, ihr wollt es doch auch, aber... Ach, Skyrim verleitet einen dazu, alles anzugucken. Ja, das ist ein verdammter Fluch. So, da unten ist auch ein Wässerchen. Theoretisch könnte ich ja baden. Ja, auch wenn die olle Grabhexe schon dreimal rein hier ornaniert hat. Ornaniert? Uriniert meine ich doch. Ornaniert wahrscheinlich auch.
Okay. Ach, da muss ich doch... Pass mal auf. Da muss ich doch... Wirbelwindsprint, genau. Da muss ich doch den machen. Dann so und dann... Und dann so und dann durchrennen. Verstehe. Verstehe. Machen wir gleich. Ich gehe erstmal das Treppchen hier hoch. Ein Stück vom Himmel. Und hier geht's auch wieder hoch. Hier ist nichts. Okay. Was ist hier? Irgendwo ein Kettchen. Was liegt denn hier? Okay. Na dann. Whoop. 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 Hui. Oh, oh, fuck. Oh, verdammt. Come on. Ich muss warten, bis sich mein Schrei aufgeladen hat. So, nochmal. Hui! Schön. Kann ich es jetzt permanent aufmachen? Irgendwie? Ah, okay, jetzt bleibt es offen. Und weiter hinein. Oh nein, keine, bitte keine Spinnenweben. Bitte nicht. Bitte. Ich hasse es. Ich hasse es. Kommen die hier nicht von der Decke, oder? Was ist das? Fuck. Okay, okay. Alles klar. Feuerboden. Was müssen wir tun? Hier gibt es keine Hinweise. Müssen wir einfach durchrennen? Nee. Oder? Da kann ich noch hin. Springe ich da drüber einfach auf die Steine? Ja, komm. Bumm. Also wenn mich jetzt eine Spinne verfolgt, die kratzen halt sofort ab, ne? Guck, da drüben ist schon die erste. Ekelig. Ekelig. Nein, verdammt! Du bist vergiftet worden. Oh nein. Aber nur ein bisschen. Warum verbrennen die nicht? Warum? Und ich darf da bestimmt nicht drauf treten, oder? Was war das denn? Wetten, wenn ich drauf trete, dann... Wetten? Komm, mal probieren. Klar, weil, ja. Geil, ich sehe nichts. Weil Spinnen wiegen ja nichts, ne? Spinnen wiegen ja nichts. Vor allem nicht 500 Kilo Spinnen, die wiegen nichts. Was ist denn das hier? Was macht denn hier immer so klack, klack? Was ist das? Wie, vor allem, wie komme ich jetzt... Komme ich darüber? Kann doch nicht einfach rennen, oder? Ach, vielleicht dahin? Ja. Ja, das ist. Das sieht gut aus. Oh Gott. Und wie sie sabbert.
und auf mich lauert. Du Ekliger! Komm nicht her! Komm nicht her! Riesige Frostbissspinne. Mein alter Freund, ich hab dich so vermisst. Vergift mich nicht, ich versteck mich. Guck mich, oh Gott, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Ich seh nichts, ich seh nichts, ich seh nichts. Nein, komm hier nicht her, komm hier nicht her. Feierabend. Oh, der Schrei auch. Oh, ich will gar nicht hingucken. Oh, Igitt, Alter, ich hasse Spinnen. Gift entnehmen, Zutaten entnehmen, ausweiden. Puh, komm, wir durchsuchen das mal nochmal. Spinnenseide. Guck mal, ich krieg doch den normalen Loot halt nur doppelt so viel, oder? Das bringt mir doch jetzt auch nicht so viel, die Viecher immer zu looten. Boah, wie die da oben gegeiert hat. Ich hab's geahnt. Oh, wir kloppen uns hier durchs Gebüsch. Wir kommen unserem Ziel näher, Freunde. Okay. Verstehe. Gescheitert, bringe das Horn von Jürgen Windhofer in deinen Besitz. Lies die Nachricht. Wieso ist das gescheitert? Hier hätte wahrscheinlich das Horn sein müssen, oder wie? Notiz eines Freundes. Drachenblut, ich muss mit euch sprechen. Dringend. Mietet das Dachzimmer im Gasthaus schlafender Riese in Flusswald und ich werde euch treffen. Ein Freund. Nehmen wir mit. Und wo bist du? Komm, ich hab was gehört. Ich hab doch was gehört. Den schlafenden Riese kennen wir, ja? Okay. Bevor ich das aber tue, geht's wahrscheinlich raus, ne? Ja, da wird's rausgehen. Ich guck nochmal hier alles ab, ob hier vielleicht irgendwas im Wasser liegt. Oder noch ein Kistchen auf uns wartet. Aber es sieht nicht so aus. Nun gut. Jetzt müssen wir also wieder ganz zurück, Freunde. Denn wir hatten ja noch einen Haufen Höhlen da noch nicht erkundet. Und wir sind jetzt bei 20 Minuten. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Und können diese Höhle noch ein bisschen abgrasen. Ups.
Ups. So. Juppa. So, hier hatten wir alles. So, 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 so. So, so, so. Ich springe jetzt mal ganz kurz da runter zu dem Wasserfall und hoffe, dass ich mich da baden kann. Wobei, eigentlich waren die Effekte ja nicht so schlimm. Ne? Das war ja nur 10% weniger beim Schleichen, 20% weniger Krankheitenredekunst ist 10% niedriger. Das betrifft ja jetzt nicht meine Ausdauer, oder? Da kann ich ja, brauche ich ja eigentlich nicht. Okay. Da sind wir hochgegangen, ne? Da ging es zu der Ausgrabungsstätte. Lass da nochmal kurz zurückgehen. Ui. Strandmodel. So, hier ging es noch lang. Ja, komm. Komm. Ich weiß so was. Feierabend! Hihihihihi. Für eine Tafel hier. Tafelrunde. Lass mal runtergehen. Totenschädel brauche ich nicht. So, ist hier noch was Feines, Kleines für den Gungnir? Ja. Tränke der Gesundheit. Weiß nicht, ob ihr das hört, aber wir haben gerade unseren Hasen, also einen unserer Hasen im Arbeitszimmer, der hüpft hier mal rum, wenn der sich freut. Ist ganz niedlich. Ein Karat-Diamant. Nur hier noch irgendwas Schickes auf den Tischen. Wir treten mal alles runter hier. Yeah. Können die Drauger hinterher schön aufräumen, die Scheiße. So. Vor allem, die haben hier einfach echt so Essen. Die essen noch nichts, Alter. Guck dir die mal an. Also hier unten kriegst du natürlich eine trockene Kehle. Apropos. Da muss der gute Gungnir natürlich husten. So. Hier bin ich ja hergekommen, ne? Genau. Hier bin ich hergekommen, dann geht's da weiter, ne? Hier so. Oder ne, hier. Ne, hier geht's hoch. Ach so, und dann komme ich da auf die andere Seite. Dann müsste hier noch was sein. Ja, aber das müsste doch. Jetzt komme ich hier wieder zurück, wa? Komm, schürfen wir hier nochmal. Wir haben ja noch Platz im Inventar. Die Erzader ist erschöpft. Genauso wie Gungnir. Nach dem ganzen Scheiß hier. So, und hier kommen wir wahrscheinlich irgendwie wieder komplett zurück, ne?
Ich höre ein Draugr, ein Zeichen dafür, dass wir hier noch nicht waren, oder? Doch, hier waren wir schon. Doch, genau, hier bin ich hergekommen. Okay, Freunde, ich glaube, wir haben jetzt wirklich so ziemlich alles abgesucht hier. Gibt vielleicht noch ein, zwei Türchen, wo wir noch nicht waren, aber ich glaube, wir können wieder nach oben, Freunde. Das Gröbste haben wir eingesackt. Das Wichtigste, vor allem die Nachricht, die wir da gefunden haben. Kann ich hier vielleicht irgendwie runterklettern? Oder breche ich mir wieder die Bandscheibe? Oh, leicht angeknackst. War nur der Knöchel. So, komm. Nee, warte mal. Hier lang muss ich. Es reicht jetzt. Wir haben genug erkundet. Und solange wir hinterher abgeschlossen stehen haben, unter unserer Location hier, dann Ach, und jetzt lösen die Spinnen das aus, oder wie? Ja, ja, so. Okay, also bedeutet, wir müssen nach Flusswald in den schlafenden Riesen. Und da wartet ein Freund auf uns. Hier gucken wir nochmal rein. Guck, den hätten wir übersehen. Oh, da ist nichts drin. Noch ein bisschen grabbed hier. Normaler Trank der Magiker. Schwacher Trank der Ausdauerverstärkung. Was haben wir hier? Elfenpanzerhandschuhe. Braucht man nicht. Eisenpfeile nehme ich. Karte der Dämonen nehme ich. Septime nehme ich. Silberanhänger mit doppelseitig geschliffenem Brillantgranat nehmen wir. Stahlplattenrüstung. Rüstung 63. Unsere ist krasser, aber nicht so warm. Egal, warme Rüstung habe ich auch. Oh ja. Looten wir schön alles. Hier gucken wir nochmal rein. Geht's hier etwa nach draußen? Hm? Ein Hebel. Kurz mal ins Dunkle gucken. Danke. Wo sind wir denn hier gelandet? Die Truhe ist leer. Das sieht aus, als wäre ich hier schon mal gewesen. Jetzt war ich leider nicht bei der Location mit dem Zauberbuch. Aber das ist nicht so schlimm, Freunde. Okay, wir sind wieder ganz zurück. Genau, wir sind wieder hier. Das ist nicht so wild, Freunde. Lassen wir es liegen. Das Ding ist halt, wenn wir jetzt rausgehen, ne, wir werden nie wieder herkommen. Das werde ich mir niemals merken, dass hier noch so ein Buch lag. Ne, also wenn wir jetzt gehen, dann gehen wir für immer. Komm, wegen dem einen Buch, irgendwas erhöht sich dann. Ist nicht so wichtig, Freunde.
Wir haben die Nachricht gefunden, das ist alles, was zählt und ein bisschen Krimskrams, den wir verkaufen können. Und der Rest, komm, lassen wir liegen. Lassen wir liegen. So, was wir aber nicht vergessen dürfen, hier in der Kiste liegt noch unser Zeug drin, hoffe ich. Ja. Ja, 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 ja. Und das dürfen wir nicht vergessen. So, ich weiß gar nicht, ob es jetzt gerade... Heiliger. Wie spät ist es denn gerade im Spiel? Ach, 5.47 Uhr. Das ist doch schön. Es wird also gerade morgen und ich beginne mich aufzuwärmen. So, wir müssen auf jeden Fall zurück nach Flussfalt. Und Schnellreisen mache ich ja so nicht, Freunde. Das heißt, ich müsste, wenn, dann zum Kutschenstopp. Nein, ich setze mir eine Markierung da. Da rennen wir schnell hin. Weil ich finde das halt, also klar, Schnellreisen ist cool, aber du bezahlst halt nichts dafür, so, also war, dann nutzt du halt auch die ganzen Kutschenstopps und so nicht mehr. Und ich finde das eigentlich eine coole Lösung mit den Kutschenstopps, so. Jetzt will ich nur mal ganz kurz gucken. Das Blöde ist, das Ustengraf ist nicht abgeschlossen. Morwarts Lager ist abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob man das abschließen kann, aber bestimmt. Das heißt, da unten muss doch noch irgendwas sein. Heißt, wir müssen nochmal dahin. Wir müssen nochmal dahin, Freunde. Wir haben ja eh unsere Kiste da. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, aber wahrscheinlich vergesse ich es. Aber wir müssen da nochmal hin. Ach, wie geil. Alter. Wie krank geil das einfach aussieht. Holy Macaroni. Und wie weit man gucken kann, das ist einfach pervers. Es ist einfach nur pervers, Freunde. Ich kann es nur immer wieder betonen. Zieht euch diese Modlist. Wenn ihr kein Problem damit habt, auf Englisch zu spielen, Freunde, na, komplett, dann ist das das Einfachste von der Welt auch. Einfach Skyrim kaufen. Ihr müsst es wahrscheinlich downgraden, weil mittlerweile die neue Version automatisch installiert wird und diese Modlist funktioniert noch mit der alten. Vor dem Patch quasi und das zu downgraden ist aber auch... Was ist das denn hier? Hier ist irgendwas, was wir noch nicht entdeckt haben. Grabstätte der schwarzen Künste entdeckt. Oh, geil. Geil, geil. Freue ich mich ja voll. Was... Wo bin ich hier wieder reingerannt? Ein Buch. Scheiße, wie komme ich da? Alter! Der sich angesneakt, der Zombie. Zack, Junge. Wie komme ich an das Buch? Na. Das ist ja mies. Wie komme ich da ran? Nein, Tuch. Keine Chance. Ich komme nicht an das Buch. Das ist ja mies, ey. Mann! Ärgerlich. Ärgerlich. Hier geht's bestimmt auch irgendwo runter, wa? So, was haben wir hier? Zauberbuch, Unterschlupf beschwören, einfach. Okay. Oh ne, hier geht's nicht runter. Okay, fühlt sich wohl.
Helle groß, schwarze Robe, schwarze Stiefel. Zaubertrankrezept Giftheilung. Oh! Kann ich das lernen? Ich speichere hier mal. Kann ich das etwa lernen? Das wäre sexy. Ach so, nee. Zaubertrank der Giftheilung, Rotwurzblume, Lotussamen. Ach, und das kann ich dann zusammenmixen an einem Tischlein. Dann muss ich das ja immer mitschleppen. Oder merkt er sich dann die Rezepte automatisch, wenn ich es einmal gemacht habe, an dem Tisch? Müsste man mal ausprobieren. So, was ist hier noch? Nüscht. Okay, dann haben wir das auch ausgekundschaftet. Ist natürlich ärgerlich mit dem Buch hier. Fuck. Na gut. So, dann geht es jetzt weiter Richtung Kutschenstopp. Rotes Fleisch. Eine tapfere Nord, die wahrscheinlich die Zombies niedergestrackt hat. Mir ist kühl. Warte mal. Ach, ich bin schon vorbeigerannt, siehst du? Okay, wir müssen jetzt... Nee, ich muss in ein Dorf. A bis L, Dörfer, A bis L? Warum denn A bis K? Achso, nee. Warum ist da Flusswald nicht mit dabei? Ist das hier mit dabei? Andere? Haarfinger, Geistermehl? Städte? Dunkelwald? Warum ist da... Okay, Flusswald ist unter M bis W. Verstehe ich nicht, aber egal. Und wir fahren nach Flusswald. Schön, Freunde. Was sagt die Zeit? Oh, ist nicht mehr viel Zeit. Dann würde ich sagen, ich habe mein Glas geleert. Es geht dem Ende zu. Und wir mieten uns mal ein Zimmer im schlafenden Riesen. Und es ist einfach schönster Sonnenschein. Ach, ist das herrlich, Freunde. Ist das nicht herrlich? Na, Kleine? Yes? Yes? Schön. Ach, Flusswald im Sonnenschein ist einfach ein Traum, Freunde. Es ist doch einfach nur ein Traum. Na, habt ihr mich vermisst? Bei Ismir, ihr habt es geschafft. Ihr habt einen Drachen getötet. Oh ja. Mabel, dich kennen wir doch auch noch. Geolert. So. Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. So, wir sollen anscheinend mit ihr reden, Delfine. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Ich möchte das sagt. Bevor ich das mache, mal ganz kurz nochmal gucken. Wo war das? Wie hieß das? Notiz eines Freundes, genau. Mit euch sprechen dringend. Mietet das Dachzimmer im Gasthaus schlafender Riesen in Flusswald und ich werde euch... Mietet das Dachzimmer. Okay. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Ich möchte das Dachzimmer mieten. Das Zimmer unter dem Dach? Ja. Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Oh. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben.
Fühlt euch wie zu Hause. Das Zimmer auf der linken Seite. Ah, das hier, okay. Bevor ich das mache, gehe ich erstmal nochmal zu Ogna. Hallo. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Ach, der hat wieder nur Essen, ne? Ja. Ganz vergessen. Also apropos gut. Essen, ich kann mal ganz kurz hier speichern und mir meine ganzen Kleinigkeiten reinwürgen und gucken, was die für Effekte haben. Aktiviertes Wehrbestienblut. Na, ich werde einen Teufel tun. Soll ich mal eine Biene essen? Komm, essen. Lass mal eine Biene essen. Ausdauer entdeckt in Biene. Was ist, wenn ich jetzt nochmal eine esse? Passiert nichts. Und nochmal? Passiert nichts. Und nochmal? Oh, der hat sich verschluckt. Das war zu viel Biene. So, Bretonenblut. Bärenklauen. Was, können wir das alles essen? Ektoplasma. Die Krallen von dem großen Tausendfüßler Nordranke. Lass mal essen. Wasseratmung entdeckt in Nordranke. Perlmut. Schmeiß ich mir auch mal hinter. Magiker entdeckt in Perlmut. Pfahlwurzel. Illusion verstärken. Okay, rote Bergblume. Intelligenz entziehen. Was heißt denn Intelligenz entziehen? Oh. Blubber, blubber. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, das alles zu essen, ob das uns irgendwas bringt. Aber wenn, ich glaube, an so, hier, an sowas bringt uns das doch, oder? Mörser und Stößel nutzen. So, hier haben wir dann die... Genau, hier haben wir die unterschiedlichen Eigenschaften und die dazugehörigen Zutaten. Aber ich verstehe immer noch nicht so richtig... Mische Zutaten... Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Wir beenden es mal erstmal. Einer ist ein Ragnar der Rote. Ich gehe noch mal ganz kurz raus. Wir gehen dann ins Zimmer, Freunde. Aber ich gehe noch mal ganz kurz raus und gucke, ob ich mit dem Schmied handeln kann. So, guter Alvor. Was auch immer ihr benötigt, wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Eigentlich möchte ich kramlos werden. Gungnir, was haben wir? Wir haben... Eigentlich gar nichts, ne? Waffen haben wir ja nicht eingesammelt. Silbererz haben wir. Das wiegte ganz gut. Ist auch relativ wertvoll. Ich guck mal kurz, ob ich hier irgendwas verbessern kann. Ausrüstung schmieden. Ah, jetzt ist er da gerade dran. Waffen verbessern. Ich glaube, da konnte ich doch irgendwas... Calciniumbarren brauche ich dafür. Die Spitzhacke können wir verstärken, aber wofür? Also wofür soll ich die verbessern? Dann können wir wahrscheinlich schneller abbauen, aber... Bin ich jetzt nicht so dran interessiert. Mal kurz gucken, was wir hier noch machen können. Wir können diesen Gegenstand herstellen mit zwei Leder und der ist einfach 3200 wert. Was ist denn das bitte? Flaschenhalter. Große Gürteltasche rechts. Alter, was kann man denn hier alles machen? Guckt euch das mal an. Krass. Und vor allem, wir können das alles einfach herstellen. Wozu? Die Wirksamkeit gebrauter Tränke wird um 22% gesteigert. Also, das heißt, wenn wir uns jetzt für Magie... Also, es bringt uns eigentlich nur was, wenn wir uns jetzt zum Beispiel für Magie viel interessieren würden.
Magie regeneriert 100% Gesundheit regeneriert sich 10% schneller. Die Tragfähigkeit wird um 25 Punkte erhöht. Braucht 3 Lederstreifen und 2 Leder. Lass das doch mal machen. Aber ich verstehe wirklich nicht, warum wir einfach so ein Shit hier herstellen können. Aus 2 Leder. Na, also das ist doch... Warum? Sieht man den außen irgendwo wieder? Ja, da links neben den Flaschen. So, Freunde, und die Zeit ist jetzt auch schon rum. Ich fülle hier noch meine... ich trinke mal vom Brunnen. Sind meine Wasserbeutel noch voll? Ich guck mal kurz. Die sind noch voll. Ja, sehr schön. Da müssen wir nur was essen und baden. Willkommen. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. So. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir in dieses Zimmer und warten auf diesen ominösen Freund. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns morgen zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.